kämpfen Menschen gegen den härtesten Parcours der Welt. Sie wollen Helden werden. Oh nein! Komm, was soll sein? Nein, 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 nein! Letzte Woche standen die ersten 40 Athleten vor der größten sportlichen Herausforderung ihres Lebens. Habt ihr Glück gehabt? Wow. Nicht alle kamen weiter. Fünf von ihnen haben es am Ende geschafft. Sie stehen im großen Finale. Heute 40 neue Sportler. Mit Street Workout und Calisthenics habe ich die besten Voraussetzungen. Und deswegen werde ich den Parcours von Ninja Warrior Austria wie ein Kindergeburtstag aussehen lassen. Ruhe und Alter, das sind meine Stärken. Deshalb werde ich Ninja Warrior. Wer schafft es ins Finale? Ich surfe auf der Erfolgswelle und deswegen werde ich Ninja Warrior. Wer ist stark genug für Ninja Warrior Austria? Ich werde Ninja Warrior, denn wer im Ring bestehen kann, besteht auch den Parcours. Get ready for trouble! Es ist ja nicht so, als hätten wir nicht schon welche gefunden. Letzte Woche haben es 5 Top-Athleten ins große Finale von Ninja Warrior geschafft. Und Dori, vor allem eine Frau hat dieser Show ihren Stempel aufgedrückt. Ja, und sie ist unser Publikumsliebling. Das ist Stefanie Superstar Noppinger. Die Steffi ist nämlich erst die 2. Frau in Europa, die es ins Finale geschafft hat. Außer ihr hat es bis jetzt nur die Britin Katie McDonald bei Ninja Warrior UK geschafft. Und heute wollen es der Salzburgerin 40 weitere Topathleten nachmachen, aber nur die härtesten 15. Und die Schnellsten, die schaffen es auf unsere Stage 2. Und dort nehmen wir nur noch die 5 Besten mit ins große Finale von Ninja Warrior Austria zu Mount Midoriyama. Aber Freunde, bitte vergesst mir nicht die 44.444 Euro, die am Gipfel liegen. Wir verlangen unseren Ninjas heute wirklich alles ab. Und wie wir sie heute hier quälen wollen, das zeigt uns der schwarze Ninja. Los geht's, fast schon in alter Ninja-Tradition mit dem 5-Sprung, trocken bleiben. Über den Vorhang geht's weiter, nicht zu Hause nachmachen, bringt nur Beziehungsärger. Danach ab ins Casino Real zum Würfelpoker, bitte nicht verzocken. Mit dem Reifen ins Cargonetz, unten warten die Haie, nicht nass werden. Und jeder Ninja-Weg führt sowohl, nein, bei uns ist es der Radweg. Hier brauchst du ordentlich Schmalz in den Oberarmen. Und wenn dann noch ein bisschen Kraft über ist, dann wartet der vorläufige Endgegner. Die Wall, 4,25 Meter hoch, Buzzer drücken und dann Party hard bei uns. Mario, es ist schon wieder passiert. Ich habe schon wieder das Ninja-Fieber. Ja, die Nervosität Ninja, steigt. Ninja, wie sieht's bei dir aus? Ninja. Also dem Publikum, dem scheint's zu gefallen hier. Die sind schon ordentlich im Ninja-Fieber. Und wir sind auch ordentlich im Ninja-Fieber. Los geht's mit der Mona Abinger. Flo, den Spagat hätte ich ganz gern von dir, meintest. Den willst du nicht sehen von mir, glaub es mir. Ich erspare dir das. Hallo, ich bin die Mona, ich bin 35 Jahre alt. Ich war schon Miss Pole Dance Austria und heute zeige ich den Burschen, was die Pole Dance alles so drauf haben. Miss Pole Dance 2013. Also, mal den 5-Sprung überstehen. Oh, das geht viel zu schnell. Flotte 10 Sekunden, ein Quick. Ja, der 5-Sprung ist keine Pole Dance Stange und so ist es ganz, ganz schnell vorbei für Mona Abinger. Also mit den Sprüngen, da habe ich von vornherein gewusst, dass ich da irgendwie Probleme haben werde. Und ja, wahrscheinlich, wenn du schon mit dem Gedanken irgendwo reingehst, ist dann natürlich auch ja, schwieriger.
Ja, hoffentlich geht's dem Benjamin jetzt besser. Benjamin, Netzmeister. Mal zurück. Hier sind wir. Hierauf musst du den Tiger auf die Brust getackert. Wir wecken den Tiger in dir. Kannst du das noch? Ja, aber nicht singen, Mario. Bitte nicht singen. Bitte nicht singen. Fünfsprung ist schon vorbei. Und Kraft und Vorhand. Sehr einfach. Sehr gut gemacht. Der Tiger. Baureiser. Ja, die Tigermama ist auch aus der Höhle gekommen, hier zum Ninja Warrior Austria. Die hört mit natürlich. Crossfit und Football macht er. Running Back, Receiver, alles. So viele verschiedene Positionen, die im Netz hören nicht dazu bei ihm. Ja, Mario, den Touchdown wollte er so sicher nicht haben. Nein. Ja, man kann eh nichts machen. Spaß habe ich trotzdem gehabt, soweit wie ich gekommen bin. Und ja. Let it burn. Max, weiter. Eine mächtige Flamme entsteht aus einem winzigen Funken und ich werde die Halle abbrennen. Der Max ist schon beim Vorhang. Mario, bitte zünd uns den nicht an. Ja, der Vorhang, neues Obstacle heute bei Ninja Warrior. Gut gemeistert. Gut gemeistert. Würfelpoker erledigt. Den Reifen. Ins Cargo-Netz. Ja, jawohl! Die Füße hängen geblieben. Dann hinunter. Ja, Brand, eiskalt gelöscht. Ja, der ist mal waschelnass. So schnell kann's gehen bei uns, hier bei Ninja Warrior. So, mit Kleider runtergerutscht und aus. Aber lustig, war sehr lustig. Hi, ich bin Mario Eigner, 27 und bin Freerunner. Sport ist meine Droge. Ich werde Österreichs Spider-Ninja. Mario Eigner wird nicht zu einem Hirschen mit Fledermausgeweih auf der Brust. Ja, du hast den über dem Gesäß, oder? Glaubst du? Fünfsprung, komm. Ja, das geht gut dahin. Ja, gut. Yoga, Freerunning und Calisthenics, das macht er. Also Sprungkraft hat er. Große Frage ist, warum nennt man sich Spider-Ninja, wenn man einen Hirschen auf der Brust hat? Ich habe keine Idee. Ab. 2-3 hat man durchgezählt. Der springt einen. Der springt gleich weiter. Er hat es eilig. Anfall. Er hat es eilig. Weil er auf die Zeit schaut. Und der wird gepusht von seinen Leuten im Publikum. Das ist ein guter. Also ganz oder gar nicht. Das ist ein guter. Kommt zum zweiten. Gut übergegriffen. Oh, komm. Ja. Das schaut gut aus. Der dritte Reifen, das dritte Rad. Es hat so verdammt gut ausgesehen, Mario. Ja, das dritte Rad am Wagen wird ihm zum Verhängnis. Ich habe mir gedacht, wir müssen heute nicht so lange warten, bis der erste zu uns raufkommt. Vor allem, ich hätte ihn gern gefragt wegen seinem Hirschen. Geht nicht mehr. Max, dann nachher. Ja. Zu viel Schwung. Es war am Ende einfach. Ich dachte, es wäre weiter weg. Und hab da mehr Power reingeben. Es war zu viel Power. Mr. Bombastic! Ja, der nächste macht sich ready. Mr. Philipp Zinkel. Hallo, ich bin der Philipp. Ich bin 21 Jahre alt und ich liebe Herausforderungen und die nächste ist dieser Parcours. Mr. Bombastic. Ah, Mr. Bombastic nimmt die Brille runter und die Groupies können ihn tief in die Augen sehen. Hat die meisten mitgebracht, glaube ich. Macht den Anfang. Am Limit. Aber er sagt ja auch. Ja, zwei Ninja-Buddy ist ein Gedanke. Wenn alles unter Kontrolle ist, bist du nicht schnell genug. Wie soll das weiter? Ich habe Angst davor. Achtung, erledigt. Er kommt zum Würfelpoker. Aber ich bin mir sicher bei ihm. Ich habe ein gutes Gefühl beim Philipp. Sehr schnell. Das war sehr, sehr gut. Und was macht er jetzt? Am Reifen. Er muss rüber ins Cargo-Netz. Schwung mitnehmen und nicht vergessen, zupacken. Macht er. Da benutzt du wirklich alle Muskeln. Bauchmuskel, Training vom Feinsten für den Philipp. Was hat er da eigentlich für ein Tattoo?
Kannst du das nicht lesen? Dies, die Dozet, der Tag lehrt den Tag. Hier lehrt der Flo den Mario. Du warst doch Schüler erste Lass Reihe. Er ist schon beim zweiten Ring. Schau dir das an. Geht es gerade? Jawohl. Holen wir ihn gemeinsam? Zur Wall. Holen wir ihn gemeinsam? Sehr gerne. Okay. Er kommt drauf. Der Buzzer wartet. Und wir warten hier oben. Durchschnappen. Und erster Anlauf. Er scheitert beim ersten. Er hat drei Versuche. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Er hat drei. Rauf! 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 Komm nur rauf. Komm rauf zu uns. Philipp, komm rauf. Vom zweiten. Ganz gleich. Der alte Lateiner in mir sagt, er braucht Silenzium. Also Ruhe braucht er. Nein, er will, dass sie laut sind. Er will. Komm, Philipp! Komm, Philipp! Komm, Philipp! Nein. Nein, es reicht nicht. An der Wall scheitert Philipp Zinkel. War eigentlich bis zur Wall ganz bombastisch der Lauf, aber wenig wie die Witze. Er kam, sah und siegte nicht. Ich ärgere mich wahnsinnig, weil alles andere echt super funktioniert hat. Und die Wand war eigentlich das Letzte, wo ich gedacht habe, dass das nichts wird. Aber anscheinend hätte ich mir doch mal eine Wand suchen sollen, ein bisschen üben. Habe echt nicht gedacht, dass die Wand wird. Mein Name ist Tommy Tornado. Ich bin 22 Jahre alt und Wrestler. Im Jugendalter haben wir zusammen mit einem Freund immer mal Wrestling gesehen, haben beide vorher Fußball gespielt und dann wollten wir mal Wrestling ausprobieren. Fußball, Skifahren, das kann in Österreich jeder. Aber wenn man einmal in den Ring geht, dann weiß man, wo der Hase läuft. Was macht Tommy Tornado im Ring aus? Er ist auf jeden Fall sehr ehrgeizig. Er ist überzeugt von dem, was er tut. Er ist kräftig, er ist schnell und kann mit jedem mithalten. Vom Wrestling nehme ich mit für Ninja Warrior den eisernen Willen. Denn man braucht einen eisernen Willen, um Wrestler zu sein und um Ninja Warrior zu werden. Ich werde Ninja Warrior, denn wer im Ring bestehen kann, besteht auch den Parcours. Get ready for trouble! Ja, und genau so sieht ein junger Mann aus, dem Fußball zu Fahrt war. Das ist Tommy Tornado. Und er weiß natürlich, wie er das Publikum begeistert. Vor allem seine zwei größten Fans, die stehen neben mir, das sind der Christian und die Andrea, Papa und Mama. Mittlerweile bin ich der allergrößte Fan, wir beide. Na dann würde ich sagen, feuern wir ihn an und das machen wir am besten mit seinem Künstlernamen, Tommy Tornado. Also Tommy, 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 Tommy. Zwei Fans sind gerade dazugekommen. We will rock you. Komm, Tommy. Was ein Typ, was ein Typ. Auf den habe ich mich den ganzen Abend schon gefreut. Thomas Gatschenhofer. Tornado, das war ein kurzer Auftritt. Schade. Was für ein Typ. Ein bisschen enttäuscht bin ich. Vielleicht kommt es nachher noch mehr. Und auf jeden Fall alle auf Tommy Tornado. Danke. Mein Motto, ein gesunder Geist im gesunden Körper. Matthias Pompeny. Mario, was macht eigentlich ein Gesundheitsmanager? Er lebt hoffentlich gesund. Ich dachte, er managt die Gesundheit. Ja. Er ist mal in Fünfsprung. Ein Grazer, kommt aus der Steiermark. Oh, Steirer. Führt es unterwegs. Reiht sich da jede Plattform. Fünfsprung erledigt. Hat sich was vorgenommen. Der Vorhang. Ich habe Angst. Nicht ausreißen. Wir brauchen ihn noch. Wir brauchen ihn noch. Oh! Mann! Und jetzt ist er höchstwahrscheinlich weg. Er kämpft dagegen, aber. Er kommt nicht mehr rüber. Physikalisch unmöglich. Schau, wie der es ist kämpft. Physikalisch unmöglich, dass er rüberkommt. Es tut mir leid für ihn, aber es geht nicht. Wir haben schon über seine Physikkenntnisse gesprochen. Er bekommt keine Schwung zusammen. Er ist weg. Er ist raus. Aber er ist ein Kämpfer.
Lass uns abhängen ein bisschen. Das tut mir richtig leid für den Matthias, denn er hat richtig Speed vorgegeben. Ja, aber es gibt ja keine Anleitung, wie man abhängen soll. Nein. So sieht auf alle Fälle die Freundin aus, wenn der Freund einen Hänger hat. Und dann berührt er das Wasser und erreicht jede Zehenspitze. Bist du raus? Ich warte schon sehr lange drauf, dass ich das machen kann. Und dann bin ich wahrscheinlich ein bisschen zu schnell angegangen. Ein bisschen zu motiviert gewesen, leider. Mein Name ist Carina, ich bin 35 Jahre alt und mit meinem Lebensmotto Eat, Train, Sleep, Repeat werde ich es heute bis zum Buzzer schaffen. Endsportart Pole Dance, du hast das schon ausprobiert? Das würde dir gefallen, was? Das würde dir gefallen, nein. Die Carina ist unterwegs, endlich wieder Girl Power beim Ninja Warrior. Und sie ist schon beim Fünfsprung mittendrin. 1,63 groß. Da ist der Fünfsprung natürlich eine Herausforderung, wenn du etwas kleiner bist, aber sie hat ihn gemeistert. Für unsere Miss Pole Dance 2015. Oh, mit einem Bein im Wasser. Carina Tröthandl ist mit einem Bein im Wasser. Warum ist mit zwei Beinen raus? Ja, es kann natürlich die Größe schon sein, aber ich glaube jetzt in meinem Fall weniger, da war einfach nur das Timing. Oh, happy day. Hallo, ich bin der Willi, ich bin 25 und Jesus ist die Quelle meiner Kraft. Driven by God. Kämpft für den Weltfrieden. Wilfried Aifuba, 25 Jahre alt aus Wien. Also nennen wir ihn The Good One. Ja, warum nicht? Hat den Start nicht verschlafen, obwohl er sagt, das ist sein größtes Problem, so im täglichen Leben, den Wecker nicht zu hören. Absprung nicht verpassen. Ja, er war schon fast drüben. Und dann hat er das Gewicht nicht ganz auf die Matte gebracht. Vom Himmel direkt in die Hölle für unseren Willi. Aber ich bin trotzdem ein bisschen erleuchtet. Ich auch ein bisschen. Ja, es war wirklich schnell vorbei. Beim Vorhang, das Timing hat gefehlt. Ja, schade, dass ich früh ausgeschieden bin. Wäre gerne weiterkommen. Flo Meier ist der Nächste, nennt sich Mojo und schau, der klatscht uns mit den Füßen ein. Hat sein ganzes Team mitgenommen, Physiklehrer aus Salzburg. Oh, den hätte ich gebraucht in der Schule. Frag mich bitte nicht nach meinen Physiknoten. Sagte, du warst zuerst der Streber. Team ja. Flo ist da, die sind nicht für dich da. Mann. Wirklich? Nein, etwas geglaubt. Fünfsprung. Vielleicht. Mach Flo Meier Mojo. Ein Physiklehrer im Kampf gegen die Schwerkraft jetzt am Vorhang. Er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Bin mir ganz sicher, der kommt da drüber. Und das macht er. Ja, er lässt sich reinschmeißen. Der fliegt drüber. Und Purzelbaum. Kräfte hat er noch. Gut so. Wird er brauchen. Es kommt noch ein bisschen was. Jetzt ab ins Casino. Vorsicht! Probleme. Leichte Probleme. Da rutscht er kurz ab. Aber Balance und Speed sind gefragt. Und er weiß es. Das war Glück gehabt. Eng. Glück gehabt gehört dazu. Passt. Jetzt. Zum ersten Mal hört man diese Mojo-Rufe aus dem Publikum. Schau, was der Schwung hat. Schau, was der Schwung hat. Der springt fast drüber. Er ist im Netz und ist da ganz aufpassen auf die Füße. Ja. Schau dir den an, was der hier Tempo gibt. Er ist 1,68, er ist klein. Das heißt, er muss viel mit den Muskeln arbeiten. Der erste Sprung war extrem wichtig. Gut, wie umgegriffen. Kommt er jetzt darüber? Ja, er greift über. Ganz er greift über. Er hat einen Plan. Und jetzt? Nein! Am Ende hat eben doch die Schwerkraft gegen unseren Physiklehrer den Mojo. Aber ich sagte, der hat noch Chancen auf die Finalqualifikation. Zeit war gut. Keiner bei uns beim Buzzer aus. Zeit war top. Ja, er war ein bisschen zu hoch. Und danach habe ich einfach den Ring nicht gescheit getroffen mit den Händen. Bin durchgerutscht. Genau, der Grip quasi.
Declan Hiscox, 25 Jahre aus Wien. Ich lebe für den Sport. Und ich lebe für Ninja Warrior. Ja, wir wissen das, Flo. Komm, er ist schon beim Reifen und es geht ins Cargonetz. Ist ein Online-Shop-Zertifizierer. Was macht ein Online-Shop-Zertifizierer? Er zertifiziert natürlich. Danke, Mario. Wenn ich dich nicht hätte. Er ist schon im Cargonetz. Lass uns weitermachen. Ja. Cargonetz hat er gut gemacht. Freunde, zieht er mit. Er ist noch nicht durch. Er ist hier noch nicht durch. Bleib kurz heute hängen. Er ist schon durch. Für mich ist er durch. Okay. Ja, mach er. Stimme was? Zieht er mit? Du zitterst nicht. Natürlich. Aber bleib ruhig, wir wissen aus Sendung 1, du bist ein bisschen eskaliert letzte Woche. Er ist schon beim zweiten Rad. Der Radweg ist anscheinend sein Ding. Aber darüber kommen jetzt, das ist schwer. Hey, der Ball. Applaus gibt es trotzdem von der Freundin, aber die ist enttäuscht. Und es ist wieder dieses verdammte dritte Rad. Scheitert schon viele. Ja, bei Ninja Warrior einfach die volle Härte. Schwierigkeitsgrad Ninja heute. Ist so. Also im Moment ärgere ich mich doch eher, dass ich es nicht geschafft habe. Oh, Styler. Aber Hut, Sonnenbrille, brauchst du alles. Ja, das brauchst du schon eher bei Ninja Warrior Austria Stage 1. Hallo, ich bin der Lolo, bin 37 Jahre alt und ich kämpfe bei Ninja Warrior Austria für Peace and Love. Peace, Love und Vollgas für unseren Lolo. Lolo lacht immer, sagen seine Freunde. Lol, lol. Aber lol. Schau dir mal sein Knie an, der hat Probleme, Meniskusprobleme. Frage ist, inwieweit handicapt ihn das? Also wenn der gehandicapt hier den Buzzer drückt, dann hör mir aber auf. Das ist jetzt eine schwierige Übung, wenn du Meniskusprobleme hast. Diese großen Schritte, Wahnsinn, die er gemacht hat. Wahnsinn. Oh, die Fans freuen sich über ein Handtuch, ein angeschwitztes von Lolo. Guten Schwung hat er. Er ist im Netz. Er ist im Netz. Und die Zeit ist auch richtig gut. Und das mit Verletzung. Mit Verletzung. Meniskusverletzung. Bauchmuskulatur arbeitet. Der Radweg. Gut. Hier kann der Meniskus eigentlich nur beim Absprung ein Problem sein. Ich hab's dir gesagt. Am Ende, Mario, war das Handicap tatsächlich zu groß. Der Absprung, das ist schwierig, wenn du so ein Meniskus hast. Bei Ninja Warrior musst du voll fit sein, sonst hast du keine Chance. Ich fand's ein bisschen zu hoch. Wie groß bist denn du? 1,75. Ja, das wird dann natürlich... Da springt man dann nicht mehr so hoch. Naja, dann kommt das raus. Beim Sport gehe ich immer an meine Grenzen, deswegen hatte ich auch schon diverse Knochenbrüche. Aber den Parcours bei Ninja Warriors werde ich heil überstehen. Mario, wenn wir uns den Speed anschauen, also am Meniskus, gibt es keine Probleme bei ihm. Nein, der ist vollkommen in Ordnung. Hartem, der Koch ist am Ring und es geht weiter ins Netz. Er wird unterstützt von seiner Frau. Absprung nicht verpassen. Er ist jetzt nicht sehr der gut. Größte, dieses Rad zwar groß, aber er hat es voll im Griff. Und schnell ist er. Aber hau nicht alles raus, er braucht noch einen langen Harten. Also der war ganz, ganz... Er war aufgelegt. Nein, der war schlecht. Schau, das ist Freude. Zu Recht, jetzt erst klein, du hast es gesagt, aber er kommt gut, weil er einen guten Absprung hat. Er ist schon am ersten Rad. Es war noch keiner oben bei uns. Die Distanz zum zweiten hat er super übergegriffen. Die Zeit ist immer noch gut. Kommt er rüber? Nein. Dieses verflixte dritte Rad. Und jetzt ist die Zeit für ihn vielleicht der große Punkt. Also er kann noch hoffen und vor allem er ist heil durch den Parcours gekommen. Ist ja ganz wichtig bei seinen Knochenbrüchen, die er alle schon hatte. Aber dieses Rad, es ist verdammt schwierig. Vielleicht kommt er ja noch zum Dessert, Stage 2. Schau mal. Zu wenig geschwungen beim letzten. Zu kurz, zu viel Gewicht auf den Armen. Hallo, mein Name ist Paul Geilit, ich bin 23 Jahre alt, gebürtiger Wiener und studiere auf der BOKU im Master Biotechnologie. Nach meinem Studium will ich in die Forschung gehen, Nanomedizin, denn mein Ziel ist es, Menschen zu helfen. Ich bin aufgedreht, unternehmungslustig und sportlich. Meine sportliche Leidenschaft ist derzeit Street Workout und Calisthenics, das ist das Training mit dem eigenen Körpergewicht. Als Calisthenics-Sportler habe ich natürlich einen riesengroßen Vorteil bei Ninja Warrior, weil ich eben die Griffkraft trainiere.
Mit Street Workout und Calisthenics habe ich die besten Voraussetzungen. Und deswegen werde ich den Parcours von Ninja Warrior Austria wie ein Kindergeburtstag aussehen lassen. Also er macht alles, was cool aussieht. Wird das mit den Socken überlegt, lieber nochmal. Zieh mal das Leibchen aus. Socken lässt er an. Welche Farbe haben deine Socken? Ganz neutral schwarz. Aber er kommt hoch. Er ist einer der Favoriten für mich. Er kommt hoch und ich frage nach den Socken. Ist der schnell? Ist der schnell beim Fünfsprung? So, er tappt sich weiter und die Family zittert draußen mit. Die Mama vor allem, er liebt ja Mamas Schweinsbraten. Sieht man gar nicht. Vielleicht so moderner Superfood. Ja, der Schweinsbraten. Trainiert sich den Würfelpoker. Oh, eine Fans gegrüßt. Den letzten überspringt er sogar. Also alles, was er macht, macht er schnell. So viel ist klar. Und jetzt ist er schon im Reifen zum Parkplatz. Und er hängt, er hängt. Aufpassen, aufpassen, das war. Das wäre extrem bitter, wenn er da ausscheidet wegen einem Flüchtigkeitsfehler. Schau dir an, der schaut sich das ganz genau an, diesen Radweg, hängt schon am ersten Rad. Was der noch Power hat. Rübergreifen, ja, super gemacht. Die Socken sind auf Finalqualikurs. Und der Parcours ist für die Familie härter als für Paul selbst, glaube ich. Die zittern richtig fest. Der spielt mit dem Parcours. Und jetzt ist er schon fast oben, wenn er da drüber kommt. Der hat Schwung, der macht das. Für einen Charme. Soll ich schon rübergehen? Ja. Ja, kannst schon mal warten. Kann schon mal warten. Er zeigt zu uns auf. Na, dann warte mal hier auf mich. Wir warten. Paul, mach es. Er kommt. Bei den Socken eingefallen. Es ist der Style. Wer das nicht cool findet, hat keine Ahnung eigentlich. Okay, jetzt reden wir über den Parcours. Ich traue mich gar nicht fragen, war es wirklich das Härteste, was du bis dann gemacht hast? Also es verlangt schon sehr viel von einem. Ich würde sagen, ja. Richtig geiler Typ. Paul, wir sehen dich garantiert in Stage 2 und ich bin gespannt, ob es da genauso einfach für dich ist. Cooler Typ, willkommen. Sehr gut. Ich bin die Veronika Windisch, bin 35 Jahre alt. Ich war zweimal bei den Olympischen Spielen, bin Vize-Europameisterin und habe Weltcup-Medaillen gewonnen. Der einzige Titel, der mir noch fehlt, ist der des Ninja Warrior. Mein Motto ist Beat Your Limits. Nach Sochi, nach deinen letzten Olympischen Spielen, hast du aufgehört. Wie bereitet sich denn so eine Ice Queen jetzt auf Ninja Warrior Austria vor? Naja, ich crashe einfach verschiedenste Events. Also ich mache von Tower Running, Crash Dice Downhill, Radsport, Bahnradsport, Inline Speed Skating. Ich versuche einfach, mich umfangreich fit zu halten. Ich glaube, es gibt nichts, was die Froni nicht macht. Sie ist cold as ice, könnten wir sagen. Zeig diesem Parcours, was du drauf hast. Jetzt gehört er dir, hier kommt die Ice Queen. Also der olympische Gedanke wird heute einfach mal beiseite gelegt. Veronika, Olympia oder Ninja? Was ist härter? Das ist die große Frage. Die Froni ist im Fünfsprung 1,62 nur groß. Könnte zum Problem werden, schaut aber ziemlich gut aus. Übrigens für eine Olympionikin emotionalster Moment bislang der Film Free Willy. Salana Eyong Eyesis. Spring in die Freiheit, Veronika. Spring vom Vorhang in die Freiheit rüber und zum nächsten Hindernis. Ja, funktioniert. Hat doch funktioniert. Würfelbonus. Oh nein, das nächste Problem. Ninja Warrior ist eben noch härter als die Olympischen Spiele. Was sind schon die Olympischen Spiele, wenn du hier Ninja Warrior Austria hast? Und hier rutscht sie ab. Bitter. Zu wenig Speed gehabt anscheinend. Und dann fehlt die Balance und dann hast du dich verzockt. Das ist so eine geile Show, da wären wir natürlich länger dabei und deswegen
zipft mich das ein bisschen an, dass ich da jetzt weg bin, aber es war trotzdem cool, hier zu sein und ich wünsche den anderen Teilnehmern, die noch dabei sind, auf jeden Fall alles Gute. Hi, mein Name ist Alex Schwarz und heute werde ich auch noch schwarz wie ein Ninja. Mein Motto, no pain, no gain. Und er ist schon beim Vorhang, ganz ohne Schmerzen. Ah, hat er sehr gut gemacht. Und der pusht sich. Ja, der Alex ist ein Draufgänger. Wir haben vorher gesehen, du brauchst Speed und Balance für den Würfelpoker. Also ab ins Casino jetzt mit dir. Oh! Das tut weh. Ja, no pain, no gain, ohne Schmerzen anscheinend kein Erfolg. Das hat sicher wehgetan, oder? Die Würfel hat sich leider gedreht und dann bin ich runter. Genau nicht das, was ich mir vorgenommen habe, aber so ist das Spiel. Die Yvonne Hangel, 33, Trainerin, erlernte Schlosserin. Langsam, zu langsam, zu langsam, sie hält sich fest. Yvonne beim Würfelpoker all in und verloren. Hallo, mein Name ist Ella, ich bin 30 Jahre alt. Mein Motto ist Hakuna Matata und mit dieser Gelassenheit schlendere ich heute durch den Parcours. Ella, weg sind sie, Stepanek. Es gibt gerade ein paar Männerherzen im Publikum. Und mit viel Gelassenheit ist die Ella schon beim Vorhang. Sie ist 1,77 groß. Jetzt mal irgendwo. Und lass los! Ja! Glück gehabt! War knapp, aber. Sehr knapp, war sehr knapp. Sie kommt zum Würfelpoker. Sehr langsam. Sehr langsam. Zu langsam, zu langsam, zu langsam. Runter. Ella rennt und nimmt einfach mal die falsche Ausfahrt. Fast abgebissen von der Kamera. Show geht weiter. Na, ich wäre zumindest gerne über die Würfel drüber gekommen, ja, aber ist okay. Es ist, wie es ist. Hallo, mein Name ist Ello Ebert, bin 31 Jahre alt, komme aus Baden bei Wien. Und mein Element ist die Luft. Was macht ein Wingsuit Skydiver mit 44.444 Euro, wenn er Ninja Warrior wird? Er kauft sich 400 neue Wingsuits wahrscheinlich. Okay, jetzt wissen wir ungefähr, was das kostet. Naja, dann flieg uns jetzt am besten durch den Parcours. Ich drücke dir ganz fest die Daumen und geht schon los. Den bin ich gespannt. Hello, Ello, Pilot aus Niederösterreich, macht sich ready. Für den Spruch nichts kommt von dir, das wundert mich. Riesig. Wirklich, Hello, überrascht Ello, mich. Ich echt? Das Beste, was ich von dir bisher gehört habe. Wir haben jetzt eine Sendung. Ich habe noch Sendung viele, ich habe noch viele. Warte, sehr gerne. Seine Freundin ist mit, die könnte mit draufkommen. Ja, würde mich freuen, wenn sie mitkommt. Und jetzt kann er fliegen, das macht er ja gerne. Und er fliegt weg. Unser Pilot fliegt durch den Parcours bis dann. Der fliegt ja Stars, Promis. Ja, boah, ist der schnell. Reifen hat er schon mal. Das war mal zum Aufwärmen. Aber jetzt kommt die eigentliche Aufgabe. Ja, stark. Meister der. Meister der. Meister der. So, das Leibchen hängt ein bisschen muss weg. Muss aufpassen. Bitte aufpassen. Kein Problem für ihn. Also, es geht zum Radweg. So, YOLO, Ello, komm. Ello, Ello. War was? Fast genauso gut. Ähnlich, ähnlich. Rad 1. YOLO, Ello. Gut abheben. Ist dann verkehrt, fast oben, ja, gleich über. Gut, und er fährt über und versucht jetzt. Jetzt muss er springen. Durch die Mitte. Das ist schwierig. Halt, bekommt das dritte Rad. Das wurde schon Rad. Ein paar. Jetzt zum Verhängnis, das dritte Rad. Und auch für unsere Ello. Schade eigentlich. Ja,
Freunde kann er mitnehmen zum Finale. Vielleicht ist er ja noch dabei bei der Finalqualifikation. Ja, froh, so weit gekommen zu sein auf jeden Fall. Aber ich hätte schon noch gern zur Wahl geschafft. Ja. Schade. Ich bin der Stöger Stefan, ich bin 21 Jahre und meine größte Stärke ist meine Sprungkraft. Was andere als Sport bezeichnen, ist für mich eine Lebenseinstellung. Ich bin jetzt schon ein Ninja, weil seit ich denken kann, hüpfe ich rum. Ach ja, und rettet die Wale. Stefan Stöger, 22 Jahre alt. Wow! Oh, oh. Mit Speed in den Fünfsprung, ja. Ja. Okay, schaut aus, als hätte er es schon mal gemacht. Das ist Programm Flitzi passt. Ist jetzt am Vorhang. Und verpasst den Abschluss. Das ist wasserdichtig. Und dann wird der Flitzi ganz schnell zum Spritzi. Flitzflasch. Enttäuscht, ja. Ich hätte mehr Potenzial. Ich weiß, dass ich viele Sachen gut geübt hätte, aber hat nicht gereicht. Hoppa, Sebastian Krall, 22, Bürokaufmann aus Südtirol. Mein Vorbild ist Batman und wie er fliege ich heute durch den Parcours. Adrenalin schaffen, sagt er von sich selbst. Oh, bald ins Wasser mit einer Hand. Ungeschickt weggesprungen. Ach, wie sieht's mir? Mr. 100% Michael Zach. Weggesagt. Zu 100% nass. So, der Sprung über. Nein. Ja, nein. Kopf rüber. Schau, er ist zwar noch im Netz, aber er war schon im Wasser. Aber ich. Du musst lachen, weil es ins Wasser fällt oder weil es. Der Absprung war spektakulär. Ich war total nervös und man springt und Hände waren nicht dort. Ich bin Onur, 27 Jahre alt. Man nennt mich den weisen Shaolin und heute werde ich auch noch Ninja. Hi Onur aus Gottingbrunn, interessanter Typ. Ja, Personal Trainer, der Weise oder Weiße? Ganz egal, er hat schon den Vorhang geschafft, das ist wichtig. Jetzt über die Würfel. Auch das schaut immer einfach aus. Bei du brauchst war es auch einfach. Mit Speed. Am Trampolin, am Reifen und jetzt ab ins Cargonetz. Der erste Schwung war schon mal beeindruckend. Er ist im Cargonetz. Sagt er, es spielt sich bei ihm sehr viel im Kopf ab und genauso wirkt er auch. Da kann der Oberkörper nichts ins Wasser hängen. Und somit hat er da auch keine Probleme. Die Familie ist im Publikum, motiviert gibt alles. Hat für sich selbst seinen Plan mal bestimmt. Den Schwung, weit über. So. Was ist das? Ist beim letzten Rad. Ja. Und schau dir an, wie viel Schwung. Jetzt könnte die größte Herausforderung sein, hier bei Stage 1. Komm rauf zu uns. Komm rauf zu uns. Wir warten. Erster Versuch. Gescheitert. Ja, er braucht das Publikum. Und jetzt zweiter Versuch. Für den Onur. Ja! Kommt er zu uns, drückt den Buzzer, Onur. Du warst so selbstsicher. Das war beeindruckend. Hat es nur so gewirkt oder war es wirklich so? Na, ich habe schon kurz überlegt, wie ich es angehe am besten. Ich habe mich auch kurz fokussieren müssen, keine Frage. Aber im Großen und Ganzen war es okay für mich. Und wenn man solche Fans im Rücken hat, dann geht das natürlich auch. Oh, nur Gratulation, richtig starke Performance. Mein Name ist Günter Husker, ich komme aus Wien.
bin 45 Jahre alt, ich bin selbstständiger Baumeister, aber meine Leidenschaft gehört dem Segelsport. Die Leidenschaft durch Segeln ist bei mir in die Wiege gelegt. Ich bin, glaube ich, kurz nachdem ich zu gehen begonnen habe, in einem Boot aufgewachsen. Mein persönlicher Anreiz im Segeln ist die Kombination aus taktischer Sportart, sprich Schachspiel am Wasser und dem ultimativen körperlichen Einsatz, der bei viel Wind erforderlich ist. Man muss sich aber auch in Extremsituationen zu helfen wissen, Nerven bewahren. Genau das kann mir bei Ninja Warrior helfen. Ich habe mich gezielt vorbereitet für Ninja Warrior, indem ich sehr viel geklettert bin. Und ich bin ergänzend dazu viel laufen gewesen und habe Ausdauersport trainiert. Ich vergesse mein Alter ehrlich gesagt wirklich immer. Bei meinen Brüdern läuft immer der Schmäh, ich bin der älteste 17-Jährige der Welt. Also. Ruhe und Alter, das sind meine Stärken. Deshalb werde ich Ninja Warrior. So, dieser 45-Jährige hat auch eine richtig fesche Freundin. Und die steht jetzt neben mir, das ist die Natalia. Natalia, du hast ein Geschenk für den Günther mitgebracht. Ich hoffe, das kriegt er, egal wie weit er kommt. Was ist denn da drinnen? Es ist ein Fisch drin, weil der Günther ist von Sternzeichen Fisch. Er liebt alles, was mit Wasser zu tun hat. Okay, könnten wir uns diesen Fisch kurz anschauen? Weil ich denke mir schon die ganze Zeit, was riecht er so komisch? Okay, der ist aus Glas, alles klar. Also ein richtig tolles Geschenk. Naja, das Problem ist halt jetzt, wenn der Günther so auf Wasser steht, dann hoffen wir, dass er sich nicht gleich ins erste Pool hier reinhaut. Wir drücken natürlich die Daumen, dass er das schafft. Sag Natalia, ihr seid seit 2 Jahren zusammen. Würdest du den Günther eigentlich heiraten wollen, wenn er Ninja Warrior wird? Wenn er Ninja Warrior wird, ja. Also Günther, drückst durch, ansonsten wirst du nämlich alleine bleiben. Und wir drücken den Fischliebhaber jetzt alle Daumen. Los geht's. Unser Fisch, der Günther Husker. Goldfisch. Sagen wir Goldfisch, sind viel besser. Aber den Druck musst du mal haben. Du weißt, nur wenn du hier raufkommst, wenn du dann Stage 2 schaffst und wenn du dann den das wird Finale dann, und dann wird geheiratet. Also, und auch nur dann. Also den Antrag mache ich dir auch. Wenn du das schaffst, Flo, dann... Ja, ich will. Also den König hier oben sehen. Schau dir diesen Sprung. Sehr, sehr stark. Klettern, Bouldern, Segeln, Rudern, Laufen, Radfahren, Tennis, Ski und Snowboard. Das ist heiß, Wettkämpfe zu bestreiten. Das hat wehgetan, aber gehabt. Er ist weiterhin im Parcours. Richtig. Oh, ich habe schon fast geglaubt, er hat zu wenig Sprungkraft hier im Absprung, aber er macht das Wett mit seiner Größe. Ja. Schnell weiter, er weiß, die Zeit könnte am Ende entscheidend sein. Unfassbar, diese Muskeln, die da rauskommen bei uns. Größten Respekt schon jetzt mit 45 hier so durchzumarschieren. Ja. Mit einer Hand. Ah, und jetzt gibt's Tränen. Der Günni. Günther, oh Günther, greift zum dritten Rad. Wieder mit einer Hand. Der Mann, da ist er stark. Hand. Ich bin sprachlos. Wow, ich bin sprachlos. Und spätestens jetzt mit einer Hand dann auch den Buzzer drücken. Belohne dich. Komm zu uns. Komm zu uns. Jetzt hat die eine Hand nicht gereicht. Er braucht den zweiten Versuch. Aber er hat noch 2 Versuche. Publikum ist auf seiner Seite. Zweiter Versuch für den Günther. Es fehlen wieder Zentimeter. Gib alles, gib Tempo. Letzte Chance. Gott im Publikum. Ich würde jetzt mich nicht mehr auf die Zeit konzentrieren, sondern echt nur auf volle Konzentration. Komm rauf zu uns. Nein. Er scheitert bei der Wall. Am Ende waren 4,25 so hoch, aber Top-Performance. Ja, da fehlen dann 2 Fischstäbchen, aber Natalia kann hoffen, vielleicht sieht sie den Günther in der Finalqualifikation. Ja. Ich bin trotzdem sehr zufrieden. Es war ein ganz ein tolles Erlebnis bis jetzt. Und mal schauen, ich glaube, wir müssen ja auch mehrere weiterkommen. Vielleicht lebt die Chance noch. Ja, die lebt. Aber Onur Setzer und Paul Geilet haben den Buzzer gedrückt. Die sind fix in der Finalqualifikation. Aber Elo Ebert, unser Pilot und vor allem der Günni, der Günther Husker, unser Ultimate Goalie, er kann trotzdem noch hoffen, weil das Tempo war gut. Der nächste, Colonel Profito. Der heißt Colonel. Nein, Colonel. Bei uns ist der Colonel bei Ninja Warrior, macht Liegestütz. Wer kann, der kann. 5 Sprung konnte er. Vorhand. Immer übersprungen. Kann er jetzt. Installateur aus Oberösterreich. Ist schon vor dem Casino. Würfelpoker, Speed passt, Balance passt. Sehr gut. Jetzt richtig Schwung nehmen.
mit einem Höhegewicht. Sind schon viele vorbeigesprungen. Aber da sieht man, wie wichtig der Absprung ist. Ja, da fehlt ein paar Zentimeter bis zum Ring und jetzt ringt er nur noch mit sich selbst. Feel the thunder. Mein Name ist Corinna Kamper, bin 22 Jahre alt und ich war schon Rennfahrerin. Mein größter Erfolg war mein Sieg beim Rennen in Monza. Heute fahre ich zwar keine Rennen mehr, bin aber noch immer die schnellste Frau Österreichs. Und mit wie viel PS wirst du uns jetzt durch den Parcours rauschen? Ja, eigentlich nur mit einem, weil ich bin nicht ganz so ein starkes Pferd, würde ich sagen. Aber ich werde mein Bestes geben, schauen wir mal. Sicher eine gute Stute, okay. So, meine Liebe, der Parcours gehört auf jeden Fall dir. Die Jungs warten vorne beim Buzzer auf dich. Ich hoffe, du wirst sie da noch besuchen. Alles Gute. Ja, und wie wir warten. Ja, aber nur, wenn sie diesen Osterhasen... Schmuck da mitnimmt zu uns raus. Das ist ihr Rennfahrerhelm. Hat sie das im Cockpit an? In Monza hat sie schon gewonnen, aber jetzt will sie bei Ninja Warrior Austria triumphieren. Aber jetzt wartet mal die Vorrunde. Jetzt auf der Strecke. Bitte verkneift ihr Pferdewitze wegen Benzin im Blut und so, bitte keiner. Sie hat selber gesagt, sie hat nur eine Pferdestärke. Hey, bitte. Du verbietest mir Pferdewitze. Du stachelst mich so an. Komm, fünf Sprung. Du stachelst mich so an. Absolut konzentriert ist sie beim Fünfsprung. Und ich ignorierst. Zu Recht. Ab geht's zum Vorhang für unsere Benzinschwester, für die Corinna. Und vor dem hat sie... Ich glaub gar nicht, dass sie es machen kann. Vor dem hat sie Angst. Na, wie das funktioniert. Überhaupt kein Problem. Also, voll aufs Gaspedal. Pferdestärke, komm. Jetzt kommst du wieder mit der Pferdestärke. Komm, schneller, schneller! Ah! Halt die Kurven! Sie reißt dich wirklich mit. Ja. Zu Recht, ich verstehe dich. Kannst gar nicht glauben, dass sie schon so weit ist. Das wird jetzt nicht leicht, aber sie kann's. Nein, sie springt vorbei. Corinna Kamper. Und dann wird sie... Nass, Gott sei Dank war da kein Kiesbett, sondern Wasser. Ja, klassisches U-Hackerl, sagen wir. mit Stil. Es war unglaublich. Also ich hätte mir wirklich nie vorgestellt, dass das so ein unglaubliches Gefühl ist. Ich bin eigentlich nicht so eine Person, die wirklich nervös ist. Aber wenn man da davor steht, es ist absolut surreal. Und wenn man da hinsteht, also ich werde am liebsten ewig dort stehen bleiben. Und falls das wieder stattfinden sollte, habt ihr mich sicher dabei. Und zwar die Schwester, den Papa und die Mama. Medizinstudent ist er und er könnte Ninja Warrior in Österreich werden. Auf was ist man denn eigentlich als Mama stolz? Ah, dass er so sportlich ist. Also, Medizin studieren, das können eh alle, aber hier treten nur die ganz, ganz Harten an. Ich würde sagen, wir legen los, wir werden jetzt gescheit anfeuern, oder? Hier kommt Patrick! Das Captain America-Kostüm hat mir gut gefallen, aber ich glaube, da draußen sind jetzt sehr, sehr viele Frauen, die froh sind, dass er das ist. Genau so ist es. Fünfsprung. Für den Patrick Brandstetter, Student aus Neuhofen. Schön durchtrainiert, definiert, nicht kein Bodybuilder, sondern so, schön definiert. So schaust du aus, wenn du Fitness, Volleyball und Bouldern machst. Vorhang, Sprung. Ah, hat sich das festgehalten. Ja, okay. Und dann bist du raus, er hat sich festgehalten. Und ich dachte, er macht's mit der Balance. Aber das darfst du halt nicht. Das ist immer streng. Ninja Warrior müssen wir streng sein. Natürlich. Es geht um 44.450 Euro. Also da müssen wir schon ein bisschen streng sein, wenn wir das Geld so raushauen. Ich weiß, ich hätte den Parcours wirklich super durchmachen können. Aber so ein blöder Fehlgriff. So ist leider Ninja Warrior. Ein kleiner Fehlgriff und man ist draußen. Helden. Wir suchen Helden. Neue Helden braucht's. Die Ninja World. Die Superheroes sind da. Oh, es ist Wasser. Oh, beim ersten Rad. Die Superman abgestürzt. Keine Griffkraft. Thank you.
vom Netz. Achtung zu spät. Und dann in der Luft kannst du nichts mehr korrigieren. Nein. Mario, der Zirkus ist bei Ninja Warrior. Das wäre mir schon viel zu viel. Wow. Der Körper. Weil ich wusste beim Jonglieren die Bauchmuskulatur so trainiert. Ja, könntest ja auch mal jonglieren. Stefan Passet, Sportstudent, 30 Jahre alt aus Wien, er ist im Fünfsprung. Der Casanova. Warum Casanova? Jetzt halte ich fest. Anwerben fremder Frauen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Also neudeutsch flirten. Ja. Mit dem Gewinn bei Ninja Warrior Austria würde übrigens die größte Poolparty Österreich schmeißen. Und jetzt geht's ab zum Würfel. Die Bauchmuskulatur ist immer angespannt. Das nennt man dann Krampf, oder? Wenn ein Muskel immer angespannt ist. Wie zu macht. Er ist 1,90 groß, das kann ihm hier helfen. Jetzt nur nicht ins Wasser fallen, sonst fällt deine Poolparty fix. Ich hatte Angst, dass er... Er ist im Netz. Sehr schön. Sehr schön. Motto, das Leben ist zu kurz, um nicht alles zu geben. Und er gibt wirklich alles. Die Haare natürlich zusammengebunden. Das ist einfach nur schlau. Von Rad Nummer 1 zu Rad Nummer 2 übergreifen. Richtig. Was haben wir denn da verloren? Ich hoffe, es war nicht die Schraube. Nein, ich hoffe, es war nicht die Schraube. Nein, das ist das Tape von seinem Finger. Schau. Ja, tapert. Gott sei Dank. 1,90 groß, 90 Kilo muss der da jetzt festhalten und das schafft er nicht. Zeit ist gut, 1,58. Vielleicht sehen wir diese Bauchmuskulatur nochmal in der Finalqualifikation. Also ich glaube, da drücken gerade so richtig viele Frauen die Daumen, dass wir Stefan Passet nochmal sehen. Ah, natürlich bin ich sehr enttäuscht. Ich wollte noch zur Rampe, hab das noch nie gemacht. Schade darum. Zwei Buzzerbeater hatten wir bislang, Ono und Paul. Ja, und bei Stefan Passet haben wir gesehen, Geschwindigkeit ist extrem wichtig. Er kann hoffen, wenn einer langsamer ist als er, ist auch er dabei. Die letzten sechs der Vorrunde, die kommen jetzt. Der Herzog, nicht der Andi, sondern der Anton. Servus, mein Name ist Anton Herzog, ich bin 24 Jahre alt, arbeite beim österreichischen Bundesheer. Also Bauch rein, Brust raus und ab in den Parcours mit dir. Oh mein Gott. Das hat uns kurz geschockt. Das Schwächeanfall. Das schaffst du auch. Schwächeanfall, ja, das hätte ich auch zusammengebracht. Anton Herzog. Mein Motto, bleib geschmeidig. Der geschmeidige Toni ist schon beim Radweg. Mr. Showman. Unser Toni. Das zweite Rad. Ja. 1,77 nicht der größte, aber jetzt muss er sowieso springen. Von Rad 2 auf Rad 3, das ist extrem schwierig. Schwinden die Kräfte und es ist los. Aber die Zeit ist gut, Mario. Ich hätte ihn lieber bei uns oben gesehen. Er lässt los. Weil dann hätten wir ihm gesagt, er ist weiter. Zeit war super. Willkommen in der Finalquali. Jakob Itscherin, 25 Jahre alt, Student aus Wien und er ist schon am Radweg. Seine Thai-Boxing-Hose hat ihn bis hierher gebracht. Richtig gut unterwegs. Jetzt kommt aber die Schwierigkeit. Der Rad. Springen oder übergreifen? Das ist die Frage. Es sieht nach Springen aus. Ja, da brennen die Hände, hat es angezeigt. Das ist schwierig, haben wir gesehen. Und dann fällt dir der Grip und dann bist du weg. Die Hände werden gelöscht. Jo, der Brand. Ich bin Gruber Ralf, 22 Jahre alt und ich liebe Touren in der Natur. Körperkraft und Körperbeherrschung gehören zu meinen Stärken. Ich werde Ninja Warrior, weil wenn ich in den Kampf gehe, dann komme nur ich als Sieger raus. Der Ralle, Student Chemie. Der hat richtig was drauf, haben wir im Video gesehen. Er kippt uns hier fast weg. Vizemeister im Turnen. Ja, also das ist für mich einer der Mitfavoriten bei Ninja Warrior. Das sieht man auch hier im Fünfsprung. Große Erwartungen, er ist flott, er ist schnell, er ist konzentriert. Keine Herausforderung für Fünfsprung. Jetzt geht's zum Vorhang. Wissen wir mittlerweile, hier ist ganz wichtig, den Absprung zu erraten. Den hat er. Oh, lässig. Spieler. Lässig. Spielerisch. Lässig. Der spielt mit diesem Parcours bisher. Oh! Springt da sowas von daneben. Nein! Der springt sowas von daneben. Blackout. Er hat es unterschätzt. Muss ein Blackout gewesen. Er hat es unterschätzt. Er hat es klassisch unterschätzt. Glaube ich nicht. Ich habe mich nicht konzentriert. Ich habe mir nur schon einen Schritt weiter gedacht. Und Trampolin ist normalerweise einer meiner
Geräte beim Turnen, ich meine, das ist Standard und Konzentrationsschwäche. Anthony Hoffmann, Tobi Gärtner und der blüht schon auf hier bei Ninja Warrior. Ja, der fühlt sich wohl hier und springt ins Cargonetz rein. Ja, sehr gut, sehr gut. Aufpassen auf die Haare. Die aber gut gestylt, da passiert nichts. Modisch top. Modisch top und auch für Ninja Warrior Austria geeignet. Ist ja auch sehr eitel. Er ist am Radweg. Man merkt, da hat er so Schwierigkeiten. Das ist schwierig. Er muss irgendwie Schwung aufnehmen. Probiert er jetzt. Ja, aber das kriegt er hin. Das kriegt er hin. Über. Das Problem, jetzt kannst du nicht mehr übergreifen. Er muss darüber springen und dann sich irgendwie festhalten. Stark. Ja, Antoni ist ein Kandidat für den Buzzer. Hol dir gemeinsam ab. Ich hab's verschrien. Du hast es aber sowas von verschrien. Ich verspreche dir, das war das letzte Mal. Beim Absprung, nach etwas mehr als 2 Minuten beim Absprung vom Radweg, scheitert er. Servus, Philipp Bieringer, Vorbild Sylvester Stallone. Also so eine Mischung aus Rocky und Rambo. Und er ist schon am Reifen. Er ist ein Ausdauersportler. Er kann sich quälen, den Absprung erwischen. Sehr gut, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zeit ist nicht schlecht, aber zu viel Zeit sollte er sich nicht lassen. Ist da flott durch. Und jetzt John auf seinem persönlichen Radweg. Ist ein extremer Typ, also das sagen seine Freunde über ihn. Und er ist auch extrem gut unterwegs, ist schon mittendrin im Radweg, schwingt da die Füße und greift über. Super gemacht. Schaut gut aus. Und er ist beim Sprintrad. Philipp Bieringer. Er war doch schon durch eigentlich. Er ist zurückgekippt. Gibt's ja nicht. Er war eigentlich schon durch. Er hat das Schwierigste längst überstanden. Mein Name ist Matthias, ich komme aus Kärnten, studiere in Graz und bin 24 Jahre alt, habe eine Freundin und bin froh, dass ich bei Ninja Warrior dabei bin. Meine Leidenschaft gehört dem Wasser, das heißt, ich versuche alle meine Hobbys mit dem Wasser zu verbinden. Also ich bin Surflehrer, im Sommer verbinde ich eben die Arbeit mit dem Hobby. Das heißt, ich unterrichte Kinder oder auch Erwachsene. So, ein griechischer Freund hat mich Captain America genannt. Das ist mein Spitzname in Griechenland. Aus dem Grund, durch Surfen wird man recht breit und man wird von den Muskeln her sehr definiert. Und er hat gesagt, ich schaue aus wie der Captain America. An Ninja Warrior fasziniert mich eben, man muss ein bisschen intelligent sein. Das heißt, man braucht Fähigkeiten, man muss sich die Kraft richtig einteilen. Und man braucht eigentlich alle Körperpartien. Ich surfe auf der Erfolgswelle und deswegen werde ich Ninja Warrior. Er war beim Casting einer der Besten. Wir erwarten uns von Matthias ganz besonders viel. Was erwartet sich die Mama? Dass er gewinnt. Achso, ich hätte jetzt gedacht, dass er vielleicht gesund ist, dass er heil rauskommt. Sie erwartet sich, dass du gewinnst, Matthias. Und das erwarten wir uns jetzt alle. Also, zeig uns, was du drauf hast. Danke an die Mama, dass sie ein bisschen Druck aufbaut für den Matthias, für den Sohnemann. Aber sie kennt ihn gut, vielleicht braucht er genau sowas. Der ist auch Wasserratte, also vom Wasser weghalten. Er macht Wakeboarding und Segeljahr. So fühlt er sich wohl. Er ist richtig durchgemacht. Die Familie ist dabei. Ganz neue Technik, so seitlich. Und das war sehr, sehr beeindruckend. Sehr sicher, Würfelpoker. Immer einen Würfel übersprungen. Kurz mal Haare richten und dann geht's schon ab ins nächste. Zum Reifen und dann ab ins Cargonetz. Wow, der ist schon hoch. Das ist richtig gut unterwegs. Zeit ist super. Für den Matthias. Und ich habe so das Gefühl, das ist ein Finisher. Ja, das ja, ist ja. Einer, der geht den Weg von Anfang bis Ende. Jetzt muss er
den Radweg meistern. Und das ist ein schwieriger Radweg. Die Flammen gehören dazu, nur nicht erschrecken. Nicht, dass die oben da kurz. Mach ein bisschen schneller. Er greift über. Ja, 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 ja. Den sehen wir hier oben. Ich lege mich fest. So, wir sehen ihn auf alle Fälle. Definitiv bei der Wall. Komm rauf zu uns, geh den Weg mit uns. Komm. Er weiß es genau. Mach mal die Mama glücklich ein bisschen. Sehr gut. Top-Auftritt, Matthias. Willkommen hier oben bei uns. Der Parcours schlägt zurück. Flo, er zeigt seine Zähne. Letzte Woche waren noch 7 Kandidaten nach Stage 1 hier bei uns. Beim Buzzer heute waren es 3. Aber wir haben gesehen, das Potenzial der Athleten ist riesig. Ja, Mario, und ich habe geglaubt, letzte Woche war schon ein Highlight, aber was wir heute gesehen haben, richtig starke Leistungen. Nur 3 Finisher, das sieht man, der Parcours ist noch mal schwieriger geworden. Das ist eine richtige Drecksau, unser Parcours hier. Absolut, absolut. Und das sind die 15 Finalisten für heute. Unser Endergebnis nach der Vorrunde, Matthias Erlacher, Paul Geilit und der Onur haben den Buzzer gedrückt. 45 Jahre alt und mit dem Finale Günther Huska. Dann freut sich der Fanclub von Flo, Mojo, Meier und Ello Ebert fliegt zu Stage 2. Also Mario, die Ninja Mission ist eigentlich ganz klar. 5 Tickets fürs Finale haben wir. Die Aufgabe, so schnell wie möglich durch den Parcours und den Buzzer drücken. Dann sind sie dabei im großen Finale. Sind es weniger als 5, dann kommt es darauf an, wer wie schnell am weitesten kommt. Und der schwarze Ninja zeigt uns mal, was unsere Athleten heute erwarten dürfen. Mit einem gewaltigen Ninja-Tarzan-Schrei geht's ab in den Dschungel. Bitte nicht verirren. Das Genie beherrscht das Chaos, bei uns beherrscht der Ninja die Chaosbälle. Die Himmelsleiter führt bei uns nicht auf Wolke 7, sondern zu den Fensterbrettern. Die ganze Kraft wandert also in die Fingerspitzen. Das ist jetzt spätestens hier die Hölle. Und am Ende heißt es nochmal, alle Kräfte bündeln. Den Kamin zum Rauchen bringen. Der Buzzer ist der Anzünder. Stefan Fase, er hat es gerade noch so in die Finalqualifikation geschafft, als 15. Ja, das war der Kollege mit der Bauchmuskulatur. Wir können uns erinnern, er hatte Probleme am Radweg, der war ein bisschen zu steinig für ihn. Aber die Zeit war gut und deswegen darf er jetzt ran. Stage 2 für Stefan Fase. Das war unser Freund, der in den U-Bahnen gefürchtet ist. Weil er die Frauen anspricht. Genau, ja. Seine Neuflirt. Glaub mir, der hat gerade keine Sekunde irgendeine Frau im Kopf. Der ist im Tunnel, nein, er ist im Dschungel. Er ist im Dschungel. Er hängt in den Seilen, muss Schwung mitnehmen und rüberkommen. Verpasst er mal beim ersten Mal, aber jetzt irgendwann Absprung fingern. Nein. Er will nochmal Schwung holen. Jetzt hätte er die perfekte jetzt hat Position. Jetzt hat er's. Es geht weiter, wir steigern das Ganze natürlich. Die Chaosbälle, das sind 3 Bälle, da muss er, wenn möglich, so schnell wie nur geht, drüber. Tempo ist entscheidend, nur nicht zu langsam. Vollen Speed drauf. Und Ball auf. Und Paul easy. Und Matthias, locker. Die sind damit. Schauen sich das Ganze schon mal an, was ihr erwartet nachher. Die Himmelsleiter. Das ist die Himmelsleiter. Nein, das ist der Himmel da oben. Aber der ist schon beim Fenster angekommen. Jetzt kommt der tricky Part, der muss da dann übergreifen. Fenster. Da ist. Und überlegt noch, wie gehe ich das Ganze an? Ich muss irgendwie Schwung mitnehmen. Sonst geht sich das nicht. Beweg deine Muskeln darauf. Erster Versuch gescheitert und das kostet so viel Kraft. 90 Kilo muss er da jetzt raufbringen. Und ich so, 1,43,4 für Stefan Fassert. Und da war der 90-Kilo-Rucksack dann vielleicht doch ein bisschen zu schwer. Das musst du alles oben halten. Ja, das wird dann ein richtiger Arschbomben. Ja, so ist es.
Stefan, du bist sehr groß, du bist dementsprechend auch sehr schwer. Ist dir dein Gewicht jetzt bei unseren Fensterbretteln zum Verhängnis geworden? Nein, ich hab's bei den Seilen schon vermasselt. Hab den Schwung nicht mitgenommen, dann habe ich sehr lang hin und her schwingen müssen und das geht dann auf den Bizeps und das hat dann gefehlt zum Greifen. Aber ich habe gekämpft, es hat Spaß gemacht und ich werde nächstes Jahr wieder dabei sein. So, und jetzt machen wir noch den Größenvergleich. Ja, er wollte nämlich seine wahre Größe herzeigen. Ja. Super gemacht! Mario, wir salutieren für unseren Military Man Anton Herzog aus Saalfelden. 14. nach Stage 1 und jetzt vor seiner Finalisation. Für den Stefan war der Dschungel vorher kein Problem. Mal schauen, wie es dem Toni geht. Ja, er löst das mal mit viel Schwung. Gut, ja. Schaut gut aus. Oh, schau dir das an. Ja. Super gemacht. Wie er da raufgesprungen ist. Chaosbälle. Schnell rüber. Oh, mit Stil. Mit Stil ist er da durchgegangen. Das ist ein Militär. Jetzt an der Himmelsleiter. Und schau dir an, was der Kraft hat. Er hat kurz überlegt, soll er überhaupt noch eine Sprosse rauf oder soll er direkt abspringen? Er hat sich entschieden, dass er es probiert, noch einmal höher. Das war die falsche dabei Entscheidung. Rutscht er dann ab. Unserem Paraglider wurde die Himmelsleiter leider zum Verhängnis. Was war los für ein Hopperla, oder? Die Kraft ist da noch nicht ausgegangen. Na, einfach Unachtsamkeit. Zu schnell geworden, zu ehrgeizig und einen kleinen Fehler gemacht. Wärst du wieder dabei, wenn wir dich nächstes Jahr wieder einladen? Ja, ich wäre sehr gern dabei. Es macht viel Spaß. Ein paar kurze durchlaufen. Ja, hello, hello. Hello, Ebert. Unser Pilot aus Tribus Winkel macht sich bereit. Bruchlandung beim dritten Rad. Abgerutscht und im Wasser gelandet, aber er war vom Speed gut unterwegs. Und deshalb ist er Stage 2. So ist es. You only live once. Also, genieße deine Finalqualifikation bei Ninja Warrior Oscar. Der ist 1,75 groß und da kann er sich easy durchhandeln. Hat ja ein Hobby, das sonst keiner hat. Wingsuit. Aufpassen, dass er nicht runterfliegt, weil er hat die Balance, hat die Körperbeherrschung und jetzt braucht er Muskeln. Die Himmelsleiter. Ja, Mario, die Freundin wirkt fast nervöser als der Elo selbst. Ja, und die Jungs auch. Mario und Philipp fiebern mit. Die Freundin sowieso. Himmelsleiter macht da aber super bislang. Er hängt schon am ersten Fensterbrett. Ja, der Gesichtsausdruck hat sich verändert bei den Fensterbrettern. Das ist schwierig. Da übergreifen. Aber er ist beim zweiten Fenster bei 50 Sekunden. Die Zeit ist schnell. Überragend. Sehr gut. Und er macht's. Er ist am dritten Fenster. Der Kamin ist in Sichtweite. Er muss nochmal da runterkommen von dem Fensterbrett. Ja, und er ist der Erste heute, der es mit dem Kamin aufnimmt. Da geht's jetzt rauf. Wir starten bei 1 Minute 15 in den Kamin. Und das schaut gut aus. Er hat sofort die richtige Technik. Elo Ebert kommt zum Buzzer. So viel ist klar. Beeil dich, Elo. Beeil dich. Beeil den. Hello, Elo. Hello, Elo. Da ist er. Er hat ihn nicht gefunden, aber beim zweiten Versuch kommt. Ja, super. Gutes Gefühl, drauf zu schlagen. Nachdem es vor allem mit der Wasserlandung nicht gereicht hat, beim ersten Buzzer, umso schöner das Gefühl, jetzt weiter zu sein. Du hast ein ganz ein tolles Motto und dieses Motto hast du sogar tätowiert. Dürfen wir das kurz mal sehen? Ausnahmsweise. Okay, das ist dann eine Tätowierung. Der Spruch YOLO, you only live once. Okay, gutes und jetzt, Motto. Ja? Es wurde hier. Ja, damit kann man ja nur weit kommen. Also wir sind schon sehr gespannt, ob dieses Tattoo dein Glücksbringer ist. Bühne frei für Mojo. Florian Mayer ist an der Reihe. Der Physiklehrer aus Salzburg. Auch er ist am Radweg gestürzt. Wie so viele. Ins Wasser. Wie so viele. Ja, das war das Hindernis schlechthin. Stage 1.
Jetzt also Flo Meyer und mit viel Schwung schmeißt er sich in seinen ganz persönlichen Dschungel. Ja, macht er gut, hat guten Schwung, aber Absprung nicht verpassen. Er wird schaffen, er wird. Moto findet den Weg aus dem Dschungel und zieht sich jetzt den drei Chaosbällen. Ja. Chaosbälle überhaupt kein Problem. Schaut sehr sicher aus. Er greift schon über zum ersten Fenster. Das ist immer der Moment, wo ich auf die Größe und aufs Gewicht schaue. 1,65 und 65 Kilo. Die Größe an. Und das ist jetzt schwer. Schön. Ja, wow. Ah, stark! Wow, und die er macht Zeit stark. Ist auch gut. Er macht stark. Der marschiert den Kamin rauf. Ja, den nächsten. Also, er fordert jetzt und schon mal Ello Ebert. Denn er ist bei einer Minute beim Kamin. Knappe 30 Sekunden, schau, da um da raufzukommen. Die braucht er nicht. Die braucht Vorbild, er nicht. Vorbild, die Krabbe Sebastian aus Ariel und genauso macht er. Er krabbt sich da hoch. Ja, dann hast du Glück mit deiner Top-Performance, Top-Zeit. Bestzeit für Florian Meyer. Mojo ist am Camino. Durchgerast. Die Jungs sind ausgezuckt beim Kommentieren. Der Parcours ist dir irgendwie leichter gefallen als der erste? Auf jeden Fall leichter wie der erste. Es waren nicht so viele Balance-Geschichten dabei. Und ich bin mir sicher, man muss heute schnell sein, damit man ins Finale kommt. Deswegen habe ich mir gedacht, geben wir gleich ein bisschen Gas. Und jetzt, Mario, regnet's Eiswürfel. Es kommt der Eismann Jakob Itschiren. Es gab the power. Und auch für ihn war dieser Radweg wieder mal Spielverderber. Aber der ist Geschichte. Wir denken gar nicht mehr dran. Unser Kollege, der in der Früh kalt duscht und dabei laut schreit. Hoffentlich gibt sich die kalte Dusche. Vorrunde gab es sie. Und zwar ebenfalls am Rad. Oh! Wow, der rettet sich da. Das war großartig. Was für eine Körperbeherrschung. Als hätte er eine Wasserallergie. Und die Chaosbälle sind auch schon Geschichte. Er hat seine 1,83 unter Kontrolle. Wahnsinn. Also musst du immer wieder auf die Zeit schauen, denn du musst heute entscheiden. Er muss ausbessern, nochmal. Er darf korrigieren, aber das macht es nicht einfacher natürlich. Und jetzt ist er ausgeschieden. Bitter. Schaut, er korrigiert er, aber dann hängt er am seidenen Faden. Und irgendwann kommst du nicht mehr raus und dann rettet ihn nur noch ja, das Sicherheitsseil, da hängt er noch dran. Schade. Declan Hiscox. Mario, ich will gar nicht erwähnen, bei wie vielen heute der Radweg das schwerste Hindernis war. Griffkraft hat er ein bisschen ausgelassen, ist auch verdammt schwer. Aber die braucht er jetzt auch auf der Stage 2. Er ist schon bei der Himmelsleiter. Bislang hat er alles super gemeistert, der Declan. Das schaut mal gut aus. Er ist auf der dritten Sprosse. Was für eine Power hat der Declan. Nein, er will gleich überkraften. Seitlich an. Erstes das ist schon ein Brett. Das schaut gut aus. Jetzt hat er mal zurückgegriffen. Kostet alles natürlich Kraft. Er muss ja, natürlich den Körper oben halten, nur nicht durchhängen lassen. Andere Technik. Er hat gemerkt. Sehr schön, sehr schön. Das zweite Fenster musst du anders anpacken. Immer jetzt wird schwimmen. Aufgreifen! Fenster 2, 1:16. Und die Zeit könnte am Ende ja wirklich entscheidend heute sein. Da fehlt ihm der Zugriff. Wieder die Griffkraft. Bei mir war es einfach die Griffkraft, die mir ausgegangen ist, weil ich bin das Ganze zu langsam angegangen. Man kommt wirklich müde hin zu den Fenstern und dann ist da dieser Riesensprung nach oben. Ich würde es wieder machen. Na, das hoffen wir doch. Dann haben wir dich entweder nächstes Jahr wieder dabei oder wir schauen noch, wie weit die anderen kommen. Vielleicht kriegst du ja trotzdem noch ein Finalticket. Du warst ja immerhin schon bei den Fenstern. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Harte Mama, 25, unser Koch, pusht sich selbst und pusht das Publikum. Es war das dritte Rad. Ah, sag es nicht. Die Suppe versalzt. Ich will diesen Radweg nicht mehr hören und nicht mehr sehen heute. Also komm. Er hat viel Schwung genommen, der Harte, ist schon im Dschungel und hangelt sich da durch. Ja, wo will er denn hin? Ja, er findet den Ausgang. Und er hat's eilig. Super gemacht. Chaosbälle, schnell, gut gemacht. Jetzt die Himmelsleiter rauf. Er will es allen zeigen, dass er es mit dem Parcours aufnehmen kann.
Kommt gut rauf. Ja, kommt gut rauf. Ist schon beim Fensterbrett. Die Zeit ist unfassbar. Hat sie mal so schnell probiert. Aber zeigt trotzdem die Muskeln. 33 Sekunden, zweites Fenster. Wow. Er wird sich ärgern. Harte, man sieht's durch die Brille in deine Augen. Du bist unfassbar angefressen. Ja, weil die Scheiße so nicht passieren hätte dürfen. Das ist etwas, was ich fix intus hab. Scheiße. Das glaube ich dir, du bist ja Boulderer. Das heißt, eigentlich hätte genau das deine Stärke sein müssen. Was ist passiert? Bist du einfach abgerutscht? Ich war zu hastig unterwegs. Ich hätte ein bisschen ruhig machen müssen und ordentlich greifen sollen. Das war das Problem. Mario Aigner, unser Hirsch-Batman oder was auch immer. Ihr habt ja das gleiche Tattoo oder den gleichen Tätowierer. Mario Rat. Stelle ist eine. Ja. Ja, über die Stelle reden wir gar nicht. Er ist schon bei der Chaos-Bat. Ja! Und wie er sich freut. Er durch mit seinem Fledermausgeweide an der Brust. Himmelsleiter ist die nächste Mission. Flieg einfach weiter. Ja, sehr. Yes, komm. Einmal noch. Und dann übergreifen. Er kann es auch von hier machen. Er kann es auch von hier machen. Er braucht sie auf dem Abspann. Er braucht sie jetzt an den Fenster. Und er stürzt ab bei Fensterbank 2. Mario Aigner. Und Mario, da hätte ich jetzt Wetten verloren. Also den habe ich fix oben am Buzzer gesehen. Der hat so viel Power noch gehabt. Ja, Mario, der Name steht eigentlich für Qualität. Also bei mir war das Problem, man kommt von oben herab. Es ist etwas rutschig, die Finger sind etwas nass vom Schweiß. Und sich dabei halten ist extrem schwer. So, der Siebtbeste nach Stage 1, Anthony Hoffmann. Also jetzt wird es nur noch besser, was nachkommt. Ja. Und der Anthony fliegt förmlich die Himmelsleiter empor. Jetzt ist Willenskraft gefragt bei den Fensterbänken. Probiert ein bisschen. Einer Hand, ja! Sehr gut. Zweites ja. Fensterbrett, der hat's. Aber es nur der Handy rüberkommen. Komm, alles Gute. Am Weg. Irgendwie rüberkommen. Zum dritten Fensterbrett. Da hängt der verkehrt drinnen. Das ist die Technik, aber das reicht nicht für Fensterbrett 3. Schade, schade, schade. Er war so gut unterwegs in Stage 2. Das zweite Fensterbrett, da bist du nicht der Erste, der da runterfällt. Das hat's heute irgendwie in sich. Was war da los? Naja, ich war einfach leer. Ich habe mir irgendwie urschwer getan. Das ist nicht leer. Schwung zu bekommen. Und ja, hab's nicht mehr geschafft. Ja, ist sie die fleischgewordene Mischung aus Rocky und Rambo, Philipp Piringer. Und der ist nicht am Rad, sondern am Wasser gescheitert. Aber die Zeit war gut und deswegen ist er bei uns in der finalen Qualifikation mit dabei. Und er hängt schon an der ersten Liane, am ersten Seil. Und hat viel, viel Schwung aufgenommen. Muss den aber jetzt mitnehmen, weil sonst wird es eng. Einmal noch Schwung holen. Sonst wird es eng für ihn. Muss ich trauen? Trau dich! Ja! Ja. Nein! Lass aus! Ja. Ja, lass das aus! Tschüss! Sag Tschüss zum Dschungel. Da muss er schnell rüber. Tempo ist gefragt. Aber auch Balance. Ja! Er schmeißt sich rüber. Sehr gut. Ist gut unterwegs. Ich glaube, das wäre so einer für den Buzzer. Die nächste Challenge. Ja, wow. Schau, wie schnell er ist. Schau, wie schnell er ist. Die Konzentration. Er ist gut unterwegs. Erstes Fenster. Er ist gut unterwegs. Pass mir bitte auf jetzt beim Übergreifen. Oh, ja. Mein Lieber. Nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit. Und da los musst nicht du ja. ins Wasser. Komm, komm. Ja! Ja. Philipp nähert sich dem Kamin. Ja, geh rauf den Kamin, marschier ihn rauf. Das Schwierigste, glaube ich, hat er hinter sich. Jetzt muss er nur noch rauf auf den Kamin. Und Tempo. Fang an. Ja, ein bisschen langsam, er hat Probleme. Er kämpft, aber er nähert sich langsam. Komm, das schafft er. Ja, den Buzzer. Du bist schon so nah dran. Drück den Buzzer. Jetzt kann er sich schon anhalten. Ja, das macht er. Macht er. Philipp. Drück den Buzzer. Drück ihn. Philipp ist am Kamin. Drück ihn. Und da ist Platz. Den Buzzer. Yes. Yes, Philipp Piringer. 1,51,4.
Super, perfekt, ein Traum. Grandios, oder? Und du hast da jetzt eigentlich einen super Parcours hingelegt, nur nicht wahnsinnig flott. Vor allem im Kamin hat man das Gefühl gehabt, du plagst dich ein bisschen. War es schwierig? Ja, das erste Mal ist ein Kamin hoch und ich wollte eigentlich nochmal sicher gehen. Und ja, es ist so langsam, das stimmt. Unser Fischfreund, wir erinnern uns, Günther Oskar, der hat all meine Sympathien, einer der ältesten im Cast, 45 Jahre jung. Ja, Baumeister, aber unsere Wall war ihm auf Stage 1 ein bisschen zu hoch, aber er ist bei uns in der Finalqualifikation. Das ist das Wichtigste. Also rein in den Dschungel, Günther. Günni ist im ersten Seil. Schau dir an, der hat kein Gramm Fett an seinem Körper und macht das richtig gut. Der Fisch ist auch wieder dabei. Er ist gut drauf und im Publikum sitzt seine Freundin, aber die hat sich zwischen Stage 1 und 2 neues Gleichchen hat sie. Er hat sie schön gemacht für ihren Günther. Und er stolpert darüber über die Chaosbälle. Und automatisch, wenn da einer ein bisschen älter ist, dann drückt man noch mehr die Daumen, oder? Ich habe größten Respekt. Er ist wirklich ein Riesenathlet, der Günther. Und er ist da emporgegangen jetzt die Himmelsleiter, als würde er das täglich machen. Fenster 1. So, umgreifen zu Fensterbrett 2. Kurz justieren. Nimm dir die Zeit, Günther. Nimm dir die Zeit, du hast eine Top-Performance bislang hingelegt. So, das ist wichtig. Darauf Teste. Musst du jetzt. Komm, Teste komm. Aus. Schau, wie er die Bauchmuskeln anstrengt. Mario erkennt. Schwung holen. Schwung holen. Ruf alles ab, was in deinem Körper ist. Nein! 1, 12, 8. Könnte reichen. Beim dritten Fenster, das könnte reichen. Günther, mein Lieber, du bist noch ganz außer Atem, du ärgerst dich wahnsinnig, du bist einfach nur abgerutscht. Ja, ich bin sehr enttäuscht. Ich habe einen, eigentlich sogar habe ich es gehabt. Ich war der Meinung, ich könnte schon umgreifen. Im Nachhinein einmal mehr Schwung holen, als wäre es gewesen. Drei haben es schon rauf auf den Kamin geschafft. Der nächste, Philipp Zinkel. Unser Lateiner also aus der Vorrunde und auch für ihn war Stopp an der Wall. War ein bisschen zu hoch. Das haben uns schon so viele gezeigt, dass das Abschneiden in Stage 1 nicht unbedingt bedeutet etwas mit Stage 2 zu tun hat. Schau, wie schnell der durch den Dschungel ist. Chaosbälle. Macht er gut. Bleib ruhig, konzentrier dich. Er muss sich holen. Das ist wichtig. Sagt, wenn alles unter Kontrolle ist, bist du nicht schnell genug. Er lässt sich hier gerade ein bisschen gucken zeigen, aber jetzt ist er schnell. Das hat er super gemacht. Jetzt am Fensterbalken. Bleib bitte genauso konzentriert, wie du das bislang machst. Das macht er großartig. Trotzdem auf die Zeit. So, entscheidend. Das ist so der Schlüsselpunkt hier. Von genau. Fenster 2 genau auf so Fenster 3 raufgreifen. Ja, auch er schafft es beim ersten Mal. Komm, er muss kämpfen. Komm. Jetzt muss er kämpfen. Er lässt sich gerade ein bisschen durchhängen. Nein, einmal noch, komm, kämpf. Er ist noch im Spiel. Er ist ein Kämpfer. Er ist noch im Spiel, aber das wird schwierig, glaube ich. Das wird schwierig. Nein. Jetzt hat er aufgegeben. 1,22,9. Und irgendwann verlässt sich halt dann die Kraft. Lange hat es super ausgesehen, aber er ist nicht zum letzten Fensterbrett gekommen. Da fehlt die Kraft. Ja, und dann ist der Wolf im Wasser. Philipp, ein Mann mit einem Strahlelächeln, wie ich es mag. Also so groß kann der Ärger eigentlich gar nicht sein, oder? Nein, überhaupt nicht, weil es hat echt einen Hammer Spaß gemacht jetzt bis daher. Und das ist mir eigentlich gegangen um den Spaß. Natürlich wäre es super gewesen, wenn ich jetzt noch weiterkommen wäre. Das war mir leider zu hoch ein bisschen. Da hat die Kraft dann einfach nicht mehr ausgereicht, dass ich den letzten 2 Zentimeter dann noch aufgekommen. Aber es hat uns super Spaß gemacht und das ist eben das Wichtigste für mich gewesen. Mario, der nächste ist der Ono Setzer, 27 Personal Trainer. Er ist durchspaziert im Vorlauf, die Wall rauf und er hat den Buzzer aber sowas von gedrückt. Durch den Dschungel. War da keine Probleme? Bei den Chaosbällen sollte er auch keine Probleme haben, wenn die Konzentration passt. Das kann er. Ja, und er ist fokussiert, er ist schnell, er springt rüber. Als würde er ja in seinem Leben nichts anderes machen. Sein Ding? Geometrie hat ja was ein bisschen. Naja, ich glaube, die hat er gerade nicht im Kopf. Jetzt zählen nur die Muskeln.
Oh, 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 oh. Ja, sehr gut korrigiert. Super korrigiert. Rüber zum Fenster, ja. Er hat Halt, er hat Halt. Aber er zittert schon, er zittert schon. Zu viel Schwung. Zu viel Schwung. Es ist halt die Kombination. Du musst die Himmelsleiter rauf. Da brennen schon die Muckis. Und dann musst du auch noch die Fensterbretter entlang. Es ist einfach sehr, sehr schwer. Also ich dachte schon, dass ich es schaffen kann. Auf jeden Fall. Nur Fehler gemacht. Gut, Musik abhaken. Ist passiert. Aber es war auf jeden Fall cool, dich dabei zu haben und du hast mega dabei ausgeschaut. Und an diesen jungen Mann kann ich mich noch sehr gut erinnern, hier oben bei uns am Buzzer. Paul Geilitz. Neben Flo Knöckel der Einzige, der weiße Tennissocken anhat heute. Ich habe schwarze an, habe ich gesagt. Aber er hat's geschafft, Stage 1. Und beim Buzzer hat er den Swag aufgedreht und den Depp ausgepackt. Jetzt schon im Dschungel. Da spielt dann das Aussehen. Er dreht sich durch, aber ist weiter. Und der Depp hinterher von der Mama. Der hat eine Aura. Der Typ hat eine Aura. Und Power-Aura. Sitzt draußen und fiebert mit. Aber wenn ich mir den Paul so anschaue, der hat bei der Himmelsleiter kein Problem. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Schau, der will jetzt schon übergreifen. Er ist 1,85, die Größe hat. Also so schnell war hier noch keiner. 34 Sekunden unterwegs. Und jetzt weiß er. Konzentrier dich, bitte. Muss er jetzt drauf. Er ist mit einer Hand oben. Ja! Ja! Und ich lege mich jetzt schon fest. Der kommt zum Kamin. Verlier keine Zeit. Geh den Weg zu Ende. Es wäre so schade, wenn er jetzt aufgrund der Zeit ausscheiden würde. Jump da auch. Aufpassen. Pass auf, Paul. Die Bestzeit mit 1,15. Ja, geh den Weg. Für Flo wahrscheinlich nicht ganz aus von Paul, aber er wird den Buzzer drücken. Wir sehen die weißen Socken für alle. Paul, du warst vorhin der Zweitschnellste, du bist auch momentan der Zweitschnellste, das heißt, du hast auf jeden Fall ein Finalticket, damit hast du jetzt schon gerechnet, oder? Ja, also das war wirklich ein harter Parcours. Der erste war schon hart, der war jetzt noch ein bisschen härter. Und ich bin echt schon gespannt, was im Finale auf mich zukommt. Mario, jetzt kommt mein absoluter Favorit. Matthias Erlacher ist der Letzte, der sich auf Stage 2 präsentieren darf. Und die Vorrunde war zum Aufwärmen, da ist er durchgedonnert. Er war der Schnellste. Der hat's drauf, er muss es nur abrufen. Denn der weiß, wenn er jetzt zum Buzzer geht, dann ist Günther Huska raus. Im Dschungel ist er. Vier waren beim Buzzer. Oh, aufpassen, bitte. Er hat Probleme. Bitte pass auf, gleich zu Beginn. Und das sind selbstgemachte Probleme, weil der kann es ja. Und er hat's, Gott sei Dank. Kurzer Schreckmoment, aber jetzt sammel dich wieder. Genau, push dich. Genau, push dich. Ja, sehr gut. Man muss es nur auf. Hat der kleine Fehler entscheidende Zeit gekostet. Also er lässt sich jetzt schau keine Power. Zeit. Schau dir die Power an. Wow. Wow. Und er bleibt über zum ersten schon Fenster. Zum Fensterbrett zu gehen. Zweites Fenster. Ja, bleibt Zeit genau ist top. Genauso wenn weiter. Er aufgreift zum dritten. Mach jetzt genauso weiter. Er ist im Finale von Ninja Warrior Austria. Das ist fix, aber der will zum Buzzer. Hab's dir gesagt. Der will zum Buzzer und zwar in Bestzeit. Ich sag's dir, der will die Bestzeit knacken. Er ist bei einer Minute, er kann sich Zeit lassen, der ist schon durch. Wir wissen, er ist im Finale. Er darf den Mount Midoriyama. Da geht mir mein Herz Hallo auf. Sagen. Da geht mir mein Herz. Elo Ebert, dann Florian Mayer, Philipp Pieringer und Paul Geilitz haben den Buzzer gedrückt. Der Nächste, der jetzt in wenigen Sekunden im großen Finale steht, ist Matthias Erlacher. Wow. Wow. Und Flo, du hattest sowas von recht. Der Dir kann diesen Namen. Thank you.
Hättest du jetzt gern zum zweiten Mal heute den schnellsten Run hingelegt? Ja, natürlich hätte ich gern den besten, also die Bestzeit aufgestellt, aber ein bisschen Probleme gekriegt beim ersten Obstacle, bei den Seilen. Da habe ich mich kurz vergriffen und das hat kostbare Zeit gekostet. Mein Lieber, wir freuen uns auf dich im Finale. Gratulation! Danke! Das sind die fünf Herrschaften, die es ins große Finale geschafft haben. In 4 Wochen sind sie dann beim Grande Finale. Also Zeit, die Ninja-Akkus wieder aufzuladen. 5-mal hat der Kamin geraucht. 5 Athleten haben den Buzzer gedrückt. Und wir sind gerade richtig froh, dass keiner, der den Buzzer gedrückt hat, ausscheiden musste. Also das ist gerade richtig gut. Das tut gut in der Seele. Ja, also mir tut es trotzdem immer ein bisschen in der Seele weh, wenn ich weiß, wer den 6. Platz gemacht hat. Das war heute der Günther, unser ältester Teilnehmer bei der 2. Folge Ninja Warrior Austria. Und ich habe dann halt schon immer so ein bisschen Mitleid. Aber es war fair. 5 haben gebuzzert, 5 kommen weiter. Und die 5 können sich das Ganze nochmal anschauen, natürlich ihren Triumph quasi oben am Kamin. Und zwar online auf puls4.com oder auf unserer Facebook-Seite. Einfach Ninja Warrior eingeben und dann gibt es Backstage-Hintergrundberichte, Videos, Fotos, was immer Sie wünschen. Da können natürlich alle reinschauen, aber nächste Woche hoffentlich auch, wenn es dann weitergeht mit Ninja Warrior Austria. Nicht vergessen, Keep Ninja!